Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Industrie 4.0, Arbeit 4.0 oder die Digitalisierung der Arbeitswelt. Der digitale Wandel der Arbeitswelt ist nicht nur politisch, sondern auch öffentlich in aller Munde. Sowohl die Tages- als auch die Fachpresse widmen sich regelmäßig diesem Thema. Studien und Untersuchungen werden bemüht, um den technischen Wandel und dessen Auswirkungen auf die Arbeitswelt zu prognostizieren. Bei den Experten aber ist man sich uneinig darüber, was das für einzelne Berufsfelder bedeutet. Weitestgehend einig ist man sich in der Wissenschaft nur darüber, dass die Digitalisierung ganz neue Anforderungen an Arbeitnehmer stellen wird und Qualifikation immer wichtiger wird. Fachkräfte sind also ein entscheidender Fakt, wenn es um die erfolgreiche Umsetzung der Digitalisierung in der Arbeitswelt geht. Deshalb kann es uns auch nicht egal sein, wie die Fachkräftesituation in den Betrieben sich darstellt. Unser wirtschaftlicher Erfolg basiert auf gute Ideen und kluge Köpfe. Zwar ist der Fachkräftemangel noch keine flächendeckende Erscheinung, doch er tritt schon seit längerer Zeit in bestimmten Branchen und Berufen, aber auch in Regionen auf. Bei den MINT-Berufen beispielsweise lag die Arbeitskräftelücke im April diesen Jahres schon bei knapp 172.000 Personen. Und wenn ich erst gesagt habe, dass sich das inzwischen auch in verschiedenen Regionen abbildet, so muss man leider sagen, dass es Unternehmen gibt in Deutschland, mitunter auch sehr große Unternehmen, die sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, qualifizierte Fachkräfte zu ihrem Stammsitz zu bekommen und für eine Beschäftigung im Unternehmen zu gewinnen. Und diese Regionen, die sind nicht nur in weit entfernten ländlichen Räumen zu finden oder in Ostdeutschland ganz allgemein, sondern das fängt manchmal schon hinter der Berliner Stadtgrenze an. Mein Wahlkreis reicht vom Spreewald bis an die Berliner Stadtgrenze. Und mir berichten mitunter sogar Unternehmen, die in relativ Berlin-nahen Regionen ihren Sitz haben, wie schwierig es ist, mit den Konzernen, die auf Berliner Stadtgebiet ihren Sitz haben, zu konkurrieren. Fest steht, dass wir den Unternehmen aber eben auch nicht abnehmen können, attraktiv für Fachkräfte zu sein. Hier ist die Eigeninitiative der Betriebe gefragt. Fest steht aber auch, dass größere Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung mitunter andere Möglichkeiten haben als natürlich kleine und mittelständische Betriebe. Unsere Aufgabe ist es deshalb, dieses Engagement mit klugen Initiativen, Gesetzen und Fördermöglichkeiten zu unterstützen. Diesem Ziel, meine Damen und Herren, tragen wir mit dem vorliegenden Antrag Rechnung. In diesem Antrag wird nämlich deutlich, wie viele Politikfelder inzwischen von der klassischen Wirtschaftspolitik über die Sozialpolitik bis hin zur Bildungspolitik und sogar zur Asylpolitik inzwischen in diesem Themengebiet involviert sind. Ein ganz entscheidendes Ziel dieses Antrages ist es, die Stärkung der dualen Berufsausbildung. Wir müssen deshalb alles daran setzen, der dualen Berufsausbildung dieselbe Wertschätzung zukommen zu lassen wie anderen Bildungswegen. Ich erlebe in meinem Wahlkreis tagtäglich, wie Handwerksbetriebe um ihre Existenz kämpfen, weil der Nachwuchs und mitunter auch die Unternehmensnachfolge fehlt. Stattdessen gibt es einen Run der jungen Menschen auf die Universitäten. Dabei werden wir weltweit für unsere gute berufliche Ausbildung beneidet. Und auch die mehr als 350 Ausbildungsberufe, die es in Deutschland gibt, haben sich verändert. Auch dank der Digitalisierung haben sie sich mitunter zu hochkomplexen technologischen und perspektivenreichen Aufgabengebieten entwickelt. Das müssen wir den Schülerinnen und Schülern verdeutlichen, meine Damen und Herren. Weiterhin ist es richtig, dass wir bereits frühzeitig auf digitale Bildungsangebote setzen. Dafür braucht es einen ganzheitlichen Ansatz, von der Kita bis zur beruflichen Bildung. Das setzt entsprechende Qualifikationsangebote für die Lehrenden sowie natürlich auch eine gute technische Ausstattung voraus. Schaffen wir das, wird uns der digitale Wandel in der Arbeitswelt gut gelingen. Hierbei kann man bereits auf bestehende Initiativen, zum Beispiel die Initiative Erlebe IT, anknüpfen, die sich insbesondere mit der Stärkung von Medienkompetenzen der Schülerinnen und Schüler, aber auch mit den Themen wie Sicherheit im Internet und Datenschutz befassen. Der Bundesverband Bitkom bietet diese Initiative an. Die ist kostenfrei. Die wurde uns allen Abgeordneten angeboten, für die Schulen im Wahlkreis mit dieser Initiative zu werben. Ich habe das gemacht. Ich war erstaunt. Ich war förmlich überrannt mit Nachfrage mit der großen Resonanz auch aus dem Wahlkreis. Und viele Schulen haben sich daran beteiligt. Ich weiß aber auch, dass diese Initiative deutschlandweit sehr, sehr großen Anklang gefunden hat. Und nicht nur Schüler werden darin sozusagen fortgebildet, auch die Lehrer und natürlich auch die Eltern. Und jetzt wissen wir alle, dass wir in die Bildungspolitik der Länder wenig Einfluss haben.
da wir hier im Deutschen Bundestag sitzen. Aber ich bin sehr dankbar für solche Initiativen von Seiten der Wirtschaft, von Seiten der Verbände, weil sie uns ein Stück weit die Möglichkeit geben, auch Fehlentwicklungen auf Landesebene in der Bildungspolitik zu korrigieren und ein Stück weit auch darauf einzuwirken. Schließlich liegt mir auch die Stärkung der Berufsorientierung am Herzen. Zu oft sitzen mir Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren gegenüber, ohne jedwede Vorstellung über ihre berufliche Zukunft. Zu oft habe ich von Beispielen gehört, in denen die Friseurin lieber Tischlerin geworden wäre, wenn der Vater es erlaubt hätte. Oder die junge Frau, die ihren Alltag mit Gelegenheitsjobs bestreitet, lieber Kfz-Mechatronikerin geworden wäre, ihr dafür aber der Mut fehlte. Ähnliche Beispiele gibt es selbstverständlich viele, natürlich auch bei den Männern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es kommt also darauf an, gerade auch im Bereich der Berufsorientierung über den Tellerrand hinwegzublicken, den jungen Menschen in unserem Land bei der Vielzahl an Möglichkeiten, die das Leben heutzutage bietet, ja, ein Stück weit einen Leitfaden zu bieten. Und ich bin sehr dankbar über die gute Arbeit, die die Bundesagentur für Arbeit in diesem Bereich leistet, aber vor allen Dingen auch unsere Wirtschaftsverbände, die mit sehr, ja, interessanten und spritzigen Initiativen dabei auch auf sich aufmerksam machen. Für uns, meine Damen und Herren, liegt es natürlich auch immer daran, jedes Jahr beim Girls Day, beim Boys Day, beim Zukunftstag, wie auch immer man ihn nennen mag, auch mitzuwirken, mitzuhelfen und ein Stück weit auch für das zu werben, worum es uns im Bereich der Bildungs- und ja, der Bildungspolitik, der Ausbildungspolitik im weitesten Sinne geht. Meine Damen und Herren, das sind nur wenige Punkte aus diesem sehr umfassenden Antrag, die ich soeben nannte. Sie zeigen aber auch, dass Bildung, Ausbildung, Weiterbildung und Integration unsere zentralen Zukunftsaufgaben sind, um im globalen Wettbewerb Schritt zu halten. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Josip Juracevic von der SPD-Fraktion das Wort.